Therapien. Also nochmal das Ganze wie immer, ne? Doppelt hält besser. Trägen hält. Ich muss noch eine Taste drücken. Klar. Und wir gehen auf Herausforderungen. So, jetzt muss ich auch umschalten. Das war jetzt, wo mache ich das nochmal? OBS, wo ist das? Game. Da sind wir jetzt. Guck, das ist doch cool. Das hat doch was. Ja, perfekt. Welche hatte mir am meisten Spaß gebracht? Das war... Infiziert hatten wir gespielt, ne? Das war hier, ne? Die, genau. Die fand ich cool. Die werden wir auch nochmal gleich spielen als erstes. Aber habe ich jetzt hier immer noch Sound laufen? Das sollte aber nicht so sein. Hä? Warte mal. Hier stimmt irgendwie was nicht. Das muss auf... Route. Genau. Jetzt passt das. Und hier muss das auf... er hat mir hier gerade... Oh, das ist so diese ganz typische Sache, wenn ein Update ist mit Windows und danach stimmt bei mir gar nichts mehr. Deswegen will ich auch weg von diesem Teil hier, sondern ich will dann auf ein richtiges Mischpult. Ich habe so ein virtuelles Mischpult. Und da merkst du schon den Unterschied. So, das ist jetzt hier Desktop. Das müssen wir ein bisschen leiser machen. Sonst werden wir gleich von den Stimmen her echt erschlagen. So, ich bin ready to go. Oh, jetzt muss ich natürlich hier noch das machen. Ich bin natürlich schon mal wieder verspätet, klar. Aber das ist beim ersten Mal, denke ich... Oh, die kommen schon rein, oder was? Ah! Jetzt macht er die auch noch so fertig, oder was? Ich will einfach nur schießen. Oh. Okay. Bitte einfach das streichen. Einfach nur streichen. Ich sag das gleich vorweg. Man muss sich ab und zu auch erstmal einspielen. Genau. Das war so ein Augenblick gerade. Achso, warte mal, wenn wir schon dabei sind, dann will ich nur kurz noch eine Sache abändern, weil sonst nervt mich das die ganze Zeit. Ich habe das extra so schön gebaut und ich habe es nicht drinne. Ich will es einfach drinne haben. Und zwar... Da. Das einmal. Und... Hier, das haben wir da, ne? Also, das haben wir doppelt jetzt. Oh. Okay. Ja, genau. Dann kann das doch, habe ich eingebaut. Nur nicht gesehen gehabt. Also auf der rechten Seite haben wir auch wieder den Discord. Genau. Und wir haben jetzt sogar ein Discord-Status. Weiß ich gar nicht. Aber, warte mal, Voice haben wir auch. Das heißt, wenn es wird auch angezeigt, wer redet in Discord. Cool, das habe ich mich extra gebaut und das will ich nachher auch nochmal antesten. Okay, wir machen jetzt erstmal weiter und dann passt das. Aber das, wie gesagt, wenn du irgendwie so neue Sachen einbaust, gestern keinen Bock gehabt, was geht? Gestern keinen Bock gehabt, du hast doch auch Warzone, ja? Laden wir seit gestern wieder runter. Wenn du Bock hast, können wir Tage mal zocken. Ja, klar, du, gerne. Warte mal, ich muss mal meinen eigenen Sound ein bisschen leiser machen. Warum hatte ich gestern kein Bock? Das hört sich jetzt krass an, also jetzt nicht lachen, ja? Ich bin am Schreibtisch eingeschlafen. Ich bin wirklich am Schreibtisch. Ey, die sind aber heute schnell hier.
das ist aber hier. Also wie gesagt, ich bin, hatte mich eigentlich vorbereitet, sage ich jetzt mal so, ja, und war dann da, aber ich muss erstmal mich hier heilen und nach oben, ach, ja, wie gesagt, ich hatte mich vorbereitet, ah, da ist eine Kiste, kriege ich die hin? Nee, kriege ich nicht. Da sind zu viele Köpfe davor. Jetzt. Ah, das war's. Also, wie gesagt, na, alles gut. Also, ich bin eingeschlafen. Direkt hier am Schreibtisch. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlafen. Und bin dann nachts aufgewacht. Irgendwie, keine Ahnung, gegen... Es war jedenfalls nachts 12. Dann habe ich mir noch was zu essen geholt, also weil ich auch plötzlich Hunger, ja, ihr wisst ja, ich liebe Essen. Habe mir schnell noch was zu essen geholt. Dann war Bob noch da und da war auch jetzt digital noch da. Dann bin ich bei denen in deren Discord reinmarschiert und habe dann ja, letztlich gesehen, ja, erstmal hier ein bisschen Platz machen. Hab dann dort einfach, ja, ein bisschen rum, ich sag mal, mit dem ein bisschen rumgetalkt und das war's, ne? Und dann hat Bob nachher dann auch Schluss gemacht und dann, ja, war auch schon spät, ne? Also, und dann bin ich dann auch letztlich gesehen, habe ich dann noch ein bisschen was gemacht, noch ein bisschen Netflix geschaut und bin dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann ich schlafen gegangen bin. Schlafrhythmus ist irgendwie komplett durcheinander. Das habe ich schon festgestellt. Ey, können die hier reinkommen? Das ist ja krass. Ja, so, deswegen war ich gestern nicht online. Hatte auch ein schlechtes Gewissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich gehabt. Ich habe keine Muni mehr. Oh, die sind ja auch gleich. Cool. Aber schon mal besser als 600. Ja, ich habe dann eine Nachricht gesehen und habe auch darauf geantwortet schon. Da warst du vielleicht noch gar nicht hier. Und zwar, siehst du jetzt oben rechts, ja, unter Dauerwerbung, da siehst du den Channel von Discord. Da musst du eigentlich letztlich gesehen raufklicken. Du kannst jetzt das per Handy machen. Also du kannst dir das aufs Handy runterladen, habe ich selber auch. Oder du kannst es auch auf dem PC runterladen, je nachdem wie man möchte. Weil ich letztlich gesehen, weil ich jetzt nicht die super Ausstattung habe, da den Discord nutze,
weil mit ich habe so eine Zwischenlösung, weißt du, wie soll ich das beschreiben? Kann ich das ja nicht auch so machen? Nee, kann ich nicht. Was soll ich sagen? Ich habe kein... Also meine PlayStation ist ja nicht verbunden direkt mit einem Monitor oder sowas, sondern ist verbunden mit einem PC. Oh, die sind aber echt frisch hier doch. Ich muss ihn erstmal hier wieder einspielen. Das ist ja krank. Ah, jetzt sind wir hier im Raum drinnen, ne? Ja, okay. So kann man es auch machen. Selbst gekillt. Also, das war jetzt keine... Nachricht habe ich gesehen, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Ich nutze Discord und kann... nicht in diesen Chat rein von PlayStation 4, weil das über diese Remote-Funktion nicht funktioniert, weil dann müsste ich dann irgendwie Kamera haben, Mikrofon haben und. Und das ist alles hier, läuft das über den PC. Und das ist der Grund, warum ich nur über Discord chatten kann. Genau. Oder TeamSpeak wäre auch eine Variante. Aber ich finde TeamSpeak ein bisschen veraltet. Ja. Ist nicht so ganz meine Welt. Also Discord finde ich da einfach moderner, fresher. Für mich in dem Falle dann sogar noch ein bisschen leichter. Und deswegen. Ja, genau. So ist der Stand der Dinge. So, mal gucken. Jetzt muss ich mich erstmal hier wieder ein bisschen... Wir nehmen erstmal die hier. Genau. Spar mir ein bisschen Munition. Was ist das denn hier? Das kriege ich ja nie gebacken. Ich muss mich erstmal... war nicht auf Discord. Ja, Discord ist wichtig. Also egal, eigentlich, weil alle Streamer arbeiten mit Discord. Das heißt, wenn du in die Community hineingehst, ja, kannst du da entweder Infos bekommen oder an Gewinnspielen teilnehmen und so weiter und so weiter. Also Discord ist lebenswichtig. Kann ich nur jedem empfehlen. Also alle meine Freunde oder Bekannte jetzt, die irgendwie... ja, ich sag's mal, jetzt anfangen zu streamen oder streamen wollen oder keine Ahnung, sage ich auch immer Discord. Ah, scheiße, vielleicht kann ich den gleich noch ein bisschen rausschmeißen. Jetzt erstmal hier auf die Schnelle einsammeln. Und die kommen schon. Da war auch noch eine Kiste. Coole Sache.
da ist doch schon wieder einer. Dumm gelaufen, echt dumm gelaufen. Und Discord hast einen Vorteil eben halt, dass du verschiedene Räume hast und so weiter, ne? Dass ich zum Beispiel euch hochziehen kann in Special-Raum, sodass, wenn wir spielen, nur wir uns hören, ja, so solche Sachen. Deswegen will ich ja auch noch ein anderes Mischpult haben, weil damit kannst du das natürlich noch viel, viel besser steuern. Weil das, was ich jetzt habe, ja, ist eine günstige Lösung. Aber langfristig halt nicht das, was ich ja gerne haben möchte, ne? Aber wie gesagt, ich bin ja momentan fleißig am Sparen und muss mal gucken, was ich jetzt mir als erstes hole. Das ist jetzt so, ja, genau. Oh, gib Kante, Mann, schneller! Geht aber auch. So, oh, das sind die letzten Schuss, ne? Ich muss hier durch. Dumm, dumm, dumm gelaufen. Das ist dieses Gold, wie es da heißt, ne? Ja, das ist recht groß, das Ganze, ne? Was für eine Internetleitung hast du? Und momentan kannst du auch eine recht schnelle haben. Es braucht alles länger. Weil, wie gesagt, durch Corona sind so viele Leute zu Hause. Und das merkst du in allen Sachen. Merkst du wirklich in allen Sachen. Internet ist einfach scheiße in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Und das sagen alle. Ja, also in anderen Ländern lachen sie ja schon über Deutschland. Ja, Schweizer und so weiter, Österreicher. Aber die haben alle von Haus aus schon schnelleres Internet. Da ist, ja, also Elotrex hat hier heute in seinem Stream gesagt, also 100 Oh, warte mal. Ah.
Warte mal, jetzt brauche ich hier meine andere. Scheiße, ich wollte gerade noch Dings machen. Ja, Bulgarien hat schnelleres, genau. Und überleg mal, jeder sagt, Bulgarien ist das ärmste Land von Europa. Ey, wir haben auch ein besseres Schulsystem. Wir sind so überrannt worden von denen. Ey, das darf man, ja, da reg ich mich auch nur noch drüber auf. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber dafür ist Deutschland teuer in allen Sachen. Internet ist teuer, teurer als in anderen Ländern. So, jetzt wollen wir die erstmal ein bisschen einheizen, wenn sie kommen. Das ist einfach die Problematik. Also. Also Bulgarien könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen. Eieieiei, da sind aber auch viele hier. Oh, die kommen schon wieder rein. Ist hier noch eins höher? Jo. Ja, scheiße. Ja, traurig, ne? Das kannst du wirklich sagen. Ey, in jedem. Es gibt schon afrikanische Länder, die schnelleres Internet haben als wir. Die trommeln auch nicht mehr. Aber Deutschland fängt wieder an zu trommeln. Das ist das Problem. Aber du musst immer davon ausgehen, du musst froh sein, dass du hier sein darfst, ne? Sagt man doch immer so schön. Zumindest hat man mir das gesagt. So, warte mal. Und zack. Erstmal fangen wir mit der hier wieder an. Die sind aber auch. Die fangen hier schon gleich an. Das ist ja krass. Ah ja. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Die sind ja jetzt extrem scharf hier. Aber auch hier.
Und gib Kante. Ja, ich bin tot. Ja. Na, was heißt zu lahmarschig? Man wollte ja vor, keine Ahnung, bevor Merkel da an die Macht kam und so weiter und Kohl an die Macht kam, wollte man ja Glasfaser bauen. Also das ist ja nur abgesagt worden und man hat letztlich gesehen, gibt es auch ein sehr schönes Video auf YouTube dazu, man hat das Geld in die Landstraße reingesteckt oder in den Feldweg und den einfach nur ein bisschen hochgepusht. Ne? Und dafür hat man einfach Milliarden ausgegeben. Das ist das Problem. Und jetzt verdienen die gleichen halt nochmal. Ne? Das ist immer das Problem hier in Deutschland, dass wir eine sehr starke Lobbyarbeit hier haben. Und in anderen Ländern heißt Lobbyarbeit eben halt teilweise auch Korruption. Und ja, das ist unser Problem, ne? Dass zu viele Leute dran verdienen und hinterher nochmal belohnt werden, ne? Und wir Bürger, der kleine Mann, darf es halt bezahlen, ne? Oh, die sind aber auch bissig heute hier. Oh, Sicker, ich brauch Schuss. Keine Chance. Keine Chance da oben gehabt. Ja, lahmarschig, ja. Sind stehen geblieben und Stillstand ist immer Rückschritt. Guck mal, der größte Witz, der momentan in der Welt rumläuft, ist unser Flughafen. Ja, also China baut in 4 Jahren Nummer 1 und wir sind nach 16 Jahren und länger noch nicht fertig. Daran siehst du schon alles. Und das kostet immer die Tacken des kleinen Mannes.
Ey, man sollte wirklich, sage ich einfach, so ein Gesetz machen, wenn Politiker Scheiße machen, dann sollten sie auch dafür gerade stehen. Finde ich jedenfalls. Als kleiner Mann, wenn du Scheiße machst, musst du auch dafür gerade stehen und Politiker genauso. Dann wäre nämlich das ganz schnell zu Ende, auch mit der Lobbyarbeit. Und dass sie sich selber die Taschen voll machen. Ein bisschen Gas geben. Ja, vergessen sie mich zu heilen. Oh, scheiße. Jo. Achso, ich wollte eigentlich hier Dings mal aufmachen, falls sich mal einer verehrt, Mensch, dass ich das überhaupt auch höre. Okay. Ah, jetzt muss ich mich aber sputen. Weil ich habe wieder was anderes gemacht. Ey, nimm das mal mit. Und das hier noch. Und dann düsen wir hier gleich hin. Shit. Jo,
das ist harte das ist richtig harte Arbeit, sage ich. Das ist, ich dachte immer, Gaming ist einfach, aber nein, es ist harte Arbeit. Das ist hier harte Arbeit. So, einmal den. Dann gehen wir schnell dorthin. Das ist krass. Gerade mal 200 Punkte. Ey, das ist ja... Oh, die kommen durch, die brechen durch. Nicht wahr sein. Und wie war dein Tag heute, Tigerpranke? Also meiner war eigentlich ganz okay. Also, ja. Mein Wagen fährt wieder. Also ich habe Starthilfe bekommen und kurz in der Werkstatt. Alles okay. Warte mal. Ich will das hier noch mitnehmen. Und das... So, und jetzt können wir mich dann gleich mit dem anfangen. Dass wir hier Aufräumarbeit machen. Jetzt mein eigenes Tor zerschossen? Nee. Thank you.
Scheiße! Habe ich mich selber gekillt, ne? Oh, shit! Jo. Ja, ist Trainingslager für mich. Und zum Entspannen eigentlich ideal, muss ich ganz ehrlich sagen. Perfekt zum Entspannen. Jo. So, ich mach das noch einmal, dann wechsle ich mal. Bin was essen gemacht. Sorry, ich bin wieder da, hab mir was essen gemacht. Was hast du denn zu essen gemacht? Sag mal an. Dann kriege ich auch Hunger. Ey, das ist krass. Ich habe mir vorhin Toast mit so ein Stück Fleisch dazu gemacht und gerösteten Zwiebeln. Aber ich weiß nicht, irgendwie kann ich sagen, habe ich schon wieder Hunger. Ich muss auch mehr Sport machen, das ist das Problem. Dann kann ich auch mehr essen. Aber ich muss mal gucken. Eigentlich wollte ich ja abnehmen, aber ich habe eher das Gefühl, dass ich momentan zunehme. Mm.
Scheiße. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Hähnchenfleisch mit Kartoffeln. Gefülltes Hähnchenfleisch mit Kartoffeln. Oh, das hört sich lecker an. Ich würde jetzt sofort zu dir kommen. Oh. Jo. Gefülltes Hähnchenfleisch. Ey, eigentlich bist du gemein, dass du das so reinschreibst, ne? Auch wenn ich dich aufgefordert habe. Hättest du jetzt nicht lügen können, hättest du sagen können, ey, ich habe mir nur irgendwie so trockenes Brot gemacht mit keine Ahnung. Wäre echt lieber gewesen für mich jetzt. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ey, ich muss da jump. Lass mich nicht durch. Die haben mich platt gemacht. Ja, hau doch auch in eine Pizza rein. Nee, ich habe jetzt erst gegessen. Das ist das Problem. Ich könnte jetzt wirklich mir noch eine Pizza reinhauen. Aber ich habe vor 1,5 Stunden gerade erst gegessen. Ey, das geht nicht. Ich nehme wirklich momentan rapide zu. Hier schon durch Corona und so weiter. Ey. Weil das ist ja so, meist ist das ja auch alles so ein bisschen, ne, seelisch und so weiter. Bob hatte ja jetzt auch, die hatten noch so eine Diät da gemacht, hier, wo sie das immer drüber berichtet haben, der hat jetzt auch abgebrochen, weil er ein bisschen Stress hatte und so weiter. Das ist normal, würde ich sagen, momentan. Oh, jetzt geben wir erstmal hier Kante, dass die hier... Muss, glaube ich, hier die Waffe hier wechseln. Die ist echt zu langsam.
das Nachladen, das dauert mir so tierisch lange bei dir. Was? Oh nö. Habe ich mich selber mit verbrannt? Scheiße. Würde ich auch was mit mir vorbeibringen. Ja, super. Sag ich schon mal danke. Ich liebe Essen. Also, Essen, keine Ahnung. Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn du irgendwo mit ein paar Leuten irgendwo schön isst und so weiter. I'm live. Achte. Ja. Ich muss einmal kurz. Two minutes, I'm finished here. Ja. Ja, 1 minute. Ah ja. Jetzt werde ich völlig überrannt. Ja, das war's. Ich muss einmal kurz was holen. Bin gleich wieder da, ja? Bin gleich wieder da. Einen Augenblick bitte.
So, da bin ich wieder. Ups. Musste eben nur kurz was händeln. Aber was soll's. Haben wir auch geschafft. So, in alter Frische. Wir mal machen Enterprise. Muss ich gleich mal gucken. Warzone habe ich, glaube ich, ne? Sogar installiert. Ich weiß es gar nicht. Habe ich früher öfters mal gespielt. Aber worauf ich weg, also wo ich schon drauf Bock hätte, wäre dieser Zombie-Modus, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der scheint ja ganz gut zu sein, ne? Ja, jetzt machen wir erstmal hier. Erstmal hau weg die Scheiße. Viel verpufft, ja. War gar nicht so gut die Idee. Oh, es ist aber auch eine ganze Horde hier. Ah, war dumm gelaufen. Kein Ding, lass jetzt ja auch nice. Mir egal, geht alles. Ey, hast du Zombie-Mode? Cool. Nee, muss doch, glaube ich, kaufen, ne? Den hast du auch so bei diesem Free-Game gar nicht dabei. Mein ältester Sohn hatte sich das damals geholt und dann hat er ja das irgendwie, keine Ahnung, über Family-Account oder sowas gemacht und dann konnte ich das auch mit zocken. Aber
so jetzt gesehen, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht großartig angeschaut. Aber Zombie-Mode ist, glaube ich, nicht drin, ne? Also in diesem Free-Teil da. Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Ich habe mich gerade selber. Cold War, ne? Ja, genau. Und da musst du den Zombie-Mode separat dazu kaufen. Der ist nicht drin. Das soll aber das geilste Teil sein. Also, ich habe es jetzt nur so vernommen von Leuten, die eben halt das Spiel oder streamen oder was weiß ich nicht alles. Kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Müsste man einfach antesten, ob das wirklich so cool ist oder nicht. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also von der Optik, was ich gesehen hatte, war das schon ganz smart. Hä? Was habe ich denn gemacht? Benzinkanister einfach im Wege. Aha, DBD, okay. Das wäre jetzt DBD. Welches Game ist das genau? Bei der Abkürzung bin ich jetzt ein wenig überfordert. Das war die erste Wave. Ah, ich peil das jetzt gerade erst. Das hat einen Timer, der nach unten geht. Ne? Das heißt also, ich muss eigentlich das ja nur schaffen, dass ich jetzt hier entsprechend lange überlebe. Und zwar über 4 Minuten. Ne?
Jo, das hätte ich besser machen können eben. Das hätte ich wirklich besser machen können. Ich habe noch ein anderes. Dead by Daylight. Habe auch noch ein anderes gutes Zombie-Game. Welches andere gute Zombie-Game hast du, wenn ich fragen darf? Ich liebe ja Zombie-Games eigentlich. So, keine Ahnung. Day by Deadline, ja, habe ich mal gespielt. Ich sag mal, kurz angespielt. Kam ich aber irgendwie nicht so mit rein oder was weiß ich, keine Ahnung. Das war nicht gut. Was heißt Herausforderung abgeschlossen? Dead's Land. Ist das ein Dead's Land? Ist bei PS Now. Ist das ein Titel, den man streamen kann oder den man runterladen kann? Weil ich kann nur Spiele spielen, habe ich festgestellt, die ich runterladen kann. Die Streaming-Dinger, komischerweise, laufen bei mir nicht. Frag mich nicht, warum, aber ja. Das ist, ich brauche so eine blöde Capture-Karte, oder wie es da so schön heißt. Dann ist das, glaube ich, alles etwas leichter. Aber muss ich erst mal gucken, dass ich Knete mache. Thank you.
krass. Es haben mir noch 2 Minuten gefehlt. Das schaffe ich auch noch. Also hast du ja gekauft. War im PS... Was hast du bezahlt, wenn ich fragen darf? Aber Deadlands ist auch schon älter, ne? Ist jetzt nicht gerade ganz taufrisch, ne? Zahl ist aber echt down. Wie soll ich das denn jetzt hochkriegen? Ich hab den Button gedrückt. Hat eine gute Story. Aber muss ich mir mal anschauen, wie das ist. Multiplayer-Campaign. Ich hatte hier mir überlegt, Last of Us 1 hat auch eine Multi drinne, ne? Wenn das mal im Angebot ist, dass ich mir das zulege. Aber ich habe momentan noch so viele Dinger, die ich zu Ende zocken will. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfange. Dann kommen jetzt noch so viele gute Titel raus. Ey, das wird echt schwierig alles. Ja, wir nehmen erstmal das hier. Thank you.
Ich guck mal, ein 20. Ah, okay. Ja, Multi bringt Spaß. Also Multi ist, ist so im Vergleich jetzt, also jetzt zu so einem Single Game. Gut, wenn ein Single Game eine gute Story hat, klar, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist das auch cool. Aber Multi hat... Ja, dieses, ich sag mal, du kannst quatschen, du hast ja Fun mit, ne, und so weiter. Du hast deinen eigenen Discord-Channel, wo du mit deinen Leuten abhängst, ne, und dann kannst dann in Ruhe irgendwo daddeln und eben halt die ganzen nebenbei quatschen, ne, und das kriegt keiner mit, ne. Und das ist eigentlich das Coole. Geh doch mal hier vorbei.
Apps mit Now umsonst. Und mit Now zum Runterladen oder wenn das zum Runterladen ist, dann kann ich mir das nachher mal runterladen. Dann kann ich mir das anschauen. Das wollte ich doch gar nicht. Oh. Voll daneben. 700 Punkte. Du hast doch Now, oder nicht? Ja, ich habe Now. Wichtig ist, dass ich das auf Now mir runterladen kann, weil dies, wenn das Now Streaming ist, ja, die haben also Games, die kannst du nicht runterladen, die kannst du nur online spielen. Das geht nicht. Das habe ich ausprobiert. Da ist mein Internet dann irgendwie zu scheiße oder keine Ahnung. Das habe ich ausprobiert. Null way. Da habe ich echt lange dran rumgetüftelt, aber das habe ich nicht in den Griff gekriegt. Also kann ich ganz offen sagen, da war ich einfach zu dumm. Oder es geht einfach nicht, sagen wir mal so. Oh, die kommen so schnell hier rein. Thank you.
Oh Mann. Ja, ich weiß gar nicht, wann meins abläuft. Warte mal, ich muss mal. Kann man das eigentlich sehen, wann das abläuft? Also bei der Xbox, da haben wir, glaube ich, noch einen Monat Zeit. Ja, genau. Januar, Februar, März. Da müsste das März auslaufen. Dann habe ich aber nochmal hier 3 Monate zu so einem Special-Preis. Und dann habe ich auch noch 1 Monat so als Karte hier liegen, also wo ich das Guthaben gekauft habe für 1 Monat. Und PS Now und Plus. Beides muss ich dann erneuern. Ich denke mal, es ist auch kurz davor, dass ich das machen muss. Das wäre dann echt krass. Dann würde ich echt weinen, wenn ich das jetzt nicht hätte. Doch. Das ist so mein Lebenselixier im Augenblick. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen sollte. Ich würde, glaube ich, nur auf dem Sofa hängen und Netflix suchten oder so. Also ist gar nicht so toll eigentlich. Ja, komm. Die wollen wir hier platt machen. Boah, sind das aber jetzt auch viele. Wir wechseln die Gun. Lass uns nach oben. Dann haben wir ein bisschen Zeit, hier noch das einzusammeln. Ich muss mal hier ein bisschen schießen, würde ich sagen, ne? Oh no! Jo. 30. März, ja, es ist ja noch bis hierhin, ne? Sind dann aber auch 59 Tacken, ne? Oder so, ne? Das sind einfach 120 Euro im Jahr, ne? Das ist das Krasse an der Sache. Das wollte ich jetzt. Guck dir mal, wie viele da angerannt kommen. Das ist ja krank. Ey, Fass. Ja, und dann kann ich mich jetzt nach oben wieder. Taktik. Wir haben eine neue Taktik entwickelt. Das heißt, wir können mich jetzt schnell hier einsammeln.
Scheiße. Lade doch mal schneller. Die kommen aber jetzt hier, ey! Das ist ja nicht mehr normal! Ich brauche die andere. Die ist zu. Ja, jump! Jump! Oh, shit! Aber 13.000, ja, schon mal ein bisschen besser. 2 Minuten 57. Ich weiß nicht, wie andere Leute das 10 Minuten schaffen oder so. Ich kann es echt nicht begreifen. Wenn mich, habe ich kein Plus mehr. Plus brauchst du zum Beispiel, um online, also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam was spielen wollen, ne, dann brauchst du die Plus. Also das heißt also, wenn ich jetzt so wie jetzt, ich kann einmal Spiele letztlich gesehen bei mir auf Local spielen, ja, oder so wie jetzt, wo ich eben halt online letztlich gesehen bin, das ist, das geht, wenn du kein Plus hast, nicht. Ne? Also, so wie letztens, so mit 4 Leuten und so weiter, das ist alles live. Ja, auch wenn du Warzone spielst, das ist live. Das heißt, du brauchst immer die Plus-Mitgliedschaft. Das ist heute aber auch so bewusst gemacht. Die machen, die verdienen ja heute nicht mehr an den, an der Konsole zum Beispiel. Also ich habe jetzt gerade gelesen, die machen ein dickes Minus, also wirklich ein dickes Minus bei der Dings. Bei der PlayStation. Oh, jetzt habe ich mich selber. Jetzt habe ich mich selber gerade. Selber echt. Jo, das war's. Okay, 600 Punkte, 700, noch nicht mal 700 Punkte. Krass. Ja, das ist mir klar. Also Plus ist für mich lebenswichtig, das sage ich ganz offen. Ich würde mir eher kein Wein mehr kaufen, kein Bier mehr kaufen, kein Steak mehr kaufen, aber Plus wäre für mich momentan unabdenkbar. Echt, ohne könnte ich überhaupt nicht. Auf Now, sage ich jetzt mal so, könnte ich eigentlich auf Now verzichten? Gut, ich könnte notfalls ja auch noch mit der Xbox spielen, ne? Also das wäre ja auch noch eine Variante. Da sind ja dann auch echt coole Spiele drauf. Aber ja, nee, das sind so, das ist das, was ich mir mindestens gönnen muss. Also, wenn man schon sonst kein Hobby hat. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt so wie letztens mit dir und mit Mac Enterprise, wo wir da hier dieses World War Z gespielt haben. Ey, wir haben bis 4 Uhr morgens gespielt. Mir kam es überhaupt nicht so vor. Und das hat so viel Spaß gebracht, den ich lange nicht mehr so hatte, weißt du? Und das ist es. Also allein jetzt so durch
was ich hier an neuen Leuten kennengelernt habe, wo ich dann sage, yo, die hätte ich normalerweise so alle gar nicht kennengelernt. Und ja, das bringt Spaß. Also das, also mir, ich brauche das. Das kann ich wirklich sagen. So, jetzt haben wir erstmal hier abgeräumt. So, jetzt gehen wir schon mal eins hoch. Dann können wir schon mal da das einsammeln, dass wir die Bomben bauen können. Brauche ich noch Munition? Ne, ich bin voll. Okay. Jetzt bin ich wieder in so einem Raum drin, wo ich nicht rauskomme. Ey. Yo. Habe ich mich selber mitgebraten, ne? Ja, habe ich. Aber ich habe noch 7000 gerissen. Also so muss man, das war geopfert. Halt, Automod. Wie ein Abo halt laut. Das ist okay. Nee, der Ultimate, ja, den kann man monatlich zahlen beim bei Xbox, ja. Wenn du kannst auch bei der PlayStation das monatlich bezahlen, nur dann zahlst du den doppelten Preis. Ja, also das rechnet sich überhaupt nicht. Du kommst dann irgendwie nur für die Plus-Mitgliedschaft schon auf 120, wenn du monatlich das machst, irgendwie. So, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es war echt das Doppelte so. Und so zahlst du halt 59 Euro einmal im Jahr und das war's, ne? Also das ist dann schon bedeutend günstiger, ne? Also rechnet sich. Und wenn man das Geld über hat, ja, würde ich das immer sofort machen. So, erstmal hier schnell bauen. Und dann müssen wir hier gleich mal ein bisschen reinhalten. So. Zack, meine Gun. Dass wir hier mal ein bisschen Aufräumarbeit machen. Zack, zack. Eigentlich nur ein wildes Raufhalten, ne? Aber es bringt so viel Bock, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du hast auch Dates Gun, ne? Das musst du machen hier. Das ist sowas von krass. Ey, da kommt voll Laune auf. Ey, der tanzt jetzt hier mit mir. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße.
mal, wie viele das sind. Ey, das ist doch krank. Ey, ab nach oben. Ah, scheiße. Jo. Ja. Ist noch ein harter Weg. Ja, genau. Ein Jahr und dann habe ich Plus. Genau. Genauso mache ich das auch. Einmal 59 und tschüss und weg. Und dann habe ich, glaube ich, die Now habe ich, glaube ich, einen Monat oder sowas oder 2 Monate später gemacht. Das heißt, ich habe dann noch 2 Monate wiederum, ey, das ist richtig Taktik, ne? 2 Monate Zeit dann ungefähr, das zusammen zu kratzen und dann bin ich wieder fit. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Mir schweben so ein paar Ideen vor. Ich will das morgen mal so ein bisschen ansprechen, wie die Chancen dafür sind. Aber ja, mal gucken, wie ich das mache. Weil, also ich will halt mehr auch in diesen Sektor jetzt hier rein und das könnte ich mir auch schon ein bisschen vorstellen. Aber das, was wir jetzt gemacht haben vorher, Logistik, das läuft derzeit gar nicht. Und so wie das aussieht, wird das auch noch länger andauern. Auch Corona wird noch uns länger begleiten. Und das ist eben das Problem, ne? Das heißt, ich muss komplett umschwenken. Oh, jetzt aber Heidi Witzka. Hoch. Ey, Dicker. Ey, renn doch mal hoch. Ich schaffe es gerade mal 2 Minuten im Leben zu bleiben. Aber nur 3 Monate, genau. Dieses Ultima für 3 Monate. Aber letztlich gesehen sind, ist Ultima preislich, glaube ich, genauso. Also ich habe jetzt so ein 3 Monate Test gehabt. Ja, das heißt, hat Xbox eine Promotion gemacht. 3 Monate für jeweils pro Monat 1 Euro. Das war schon mal cool. Haben sich meine Kids echt drüber gefreut. Die suchten das nämlich genauso.
Und dann habe ich dann einmal von Otto 3 Monate bekommen. 9 Euro irgendwie so. Ja, und dann habe ich einmal gekauft, also ne, 1 Monat so. Also das heißt also, ich habe letztlich komme ich auf 7 Monate dieses Jahr, wo ich das, ja, ich sag mal, nutzen kann, ne? Schneller. Ich brauche eine andere Gun. Wir gehen auf die hier. Ah, ich habe ihn verlaufen. Darf man auch mal sagen, ne? Scheiße, ne? Ja, ist billiger als Netflix, so gesehen. Ja, hast du recht. Und ich komme momentan echt gar nicht, kommt, also im Tage mal, ja, aber jetzt so gesehen, ich schaue nicht mehr so viel Netflix, seit ich streame, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, habe schon echt überlegt, wenn man das mal so hochrechnet, weil ich momentan wirklich nicht großartig gucke, ja, dass ich das erstmal cancel momentan und mir was davon anderes mir erlaube. Noch ein Game oder sowas, weißt du, so die Richtung. Kicker.
wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Ach, das sind Steine. Ach, ich denke, was mache ich da? Ich dachte, das sind diese komischen Teile da. Ja, da war ich eben echt schussecht. Vergiss es. Wie früher. Ja, genau. YouTube schaue ich auch viel. Also, ich habe auch keinen Fernseher oder so. Also, wir haben einen Fernseher, den nutzen wir aber als, wie heißt das so schön, als Display eher. Ey, die machen mich platt. War zu spät. War zu spät. Ja, also, tu jetzt mal ernsthaft. Das, was sie da auf dem Fernsehen bringen, die alten Schinken da und so weiter, oder die, Serien, ey, die will doch, das schauen sich alte Leute vielleicht noch an. Also, ja, so ein 80-Jähriger oder so von früher irgendwie so. Meine Eltern, die hätten sich das, ne? Aber doch nicht wir. Ey, das ist doch. Deswegen kommen die jetzt ja auch alle auf YouTube, ne? Mit ihren ganzen Scheiß da. Das wurmt mich ja auch so ein bisschen, ne? Dass YouTube momentan auch so einen Verdummungsfaktor einfach übernimmt, ne? Was vorher gar nicht so. Also da gab es auch Sachen, die jetzt, ne? Scheiße waren, aber jetzt kommen auch noch die ganzen blöden Serien von ARD und wie sie alle heißen. Ja. Keine Ahnung. Aber okay. Die Menschheit braucht das scheinbar, sage ich immer. Also dann würde ich lieber so ein Game hier spielen oder sonst was, bevor ich mir so eine Serie da reinziehe, ne? Gut, Netflix ist auch nicht immer das Beste, wie ich festgestellt habe. Das ist auch manchmal auch ganz gut schrottig, finde ich. Also, wo ich anfange und dann sage, oh, das tönt mich überhaupt nicht an. Also, so richtig. Ja, die haben aber auch coole Serien, das muss man auch wirklich sagen. Ne? Also, gut, es kann jetzt nicht jede Serie perfekt sein. Sonst weiß man die anderen ja gar nicht mehr zu schätzen, ne?
Ah! Was ist das denn jetzt? Ey, ich will da hoch. Digga, spring! Ey, spring! Ey, jetzt bin ich in die Ecke getrieben. Ey, no way. No way. No way. Konnte nichts machen. Ich habe alle Tasten gedrückt. Es ging nichts mehr. Das war eben voll krass. Die haben mich jetzt so richtig überrannt und in eine Ecke reingeschoben. Du. Letzte. Das finde ich so cool, wenn das so in Zeitlupe kommt. Dun, dun, dun. Ah, auch keine Munition mehr. Wir müssen jetzt auf die hier. Hey, geh doch mal nach oben und schieß! Ach du große Neune! Voll Alarm hier! Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Scheiße! Ey!
3 Minuten und 34. Ey, hätte nur noch eine Minute gefehlt, ne? Oh, Digga. MC versucht in die Top 5 zu kommen. Ey, das ist so krass, weißt du das? Ich quäl mich hier so ab. Und er so, ja, ich versuche gerade in die Top 5 zu kommen. Ja, okay, liegen Welten dazwischen. Ah, scheiße, den hier brauche Habe mich selber gerade zersägt. Jo. In die Top 25? Ey. Erstmal Hallöchen. Also er versucht das. Oh, cool. Ja, da habe ich noch einen Helden mehr. Also ich schaffe das nicht. Also da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ah, das wollte ich hier noch mitnehmen. Dann muss ich jetzt aber auch mich sputen. Thank you.
Ach.